Na, Hallöchen. Gut sehen sie aus. Na, was machen Sachen? Das lasse ich einfach mal hier, weil das einfach cool ist. Hab eh genügend Redstone, seien wir ehrlich. Wir machen jetzt Operation Holzfarm. Ja, wir brauchen ordentlich Ressourcen. Ordentlich Ressourcen, das nehme ich jetzt als auf. Den Milk Bucket. Den Milk Bucket platziere ich mal hier mit rein temporär, weil das mit zum Erforschen gilt. Kann ich eigentlich gleich wegschmeißen. Ihr zusammen seid eine einzige Enttäuschung, weg mit euch. Jetzt gehe ich euch hinterher. Ach, Mann. Gut, ich habe eine Axt. Ich würde gerne noch eine Axt machen. Eine Axt tatsächlich enchanten. Mit Efficiency, wenn das geht. 1, 2, 3. Und wie viele Äxte habe ich noch? 1, 2, 3. Wupp, 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 wupp. Eine Eisenaxt. Und dann brauche ich nochmal. Ich habe eine Axt drin. Aus Holz. Aus Gestein meine ich. Jetzt, was ich brauche. Ich brauche ein Date mit euch, weil ihr einfach so umwerfend aussieht. Spaß beiseite. Also umwerfend sieht ihr so oder so aus. Das brauche ich euch ja nicht immer wieder sagen. Ich brauche jetzt Birken. Ja. Dann geht's nach oben. Verzaubere ich müsste mal die Pferde benennen. Und den Zombie. Sag mir jetzt nicht, es wird dunkel. Nicht euer Ernst. Ich hätte mal nicht so viele Birken verbrennen sollen. Ich habe leider die falschen Holz. Aua. Ich habe leider das falsche Holz verbrannt. Im Sinne von, ich habe dieses Oak abgefackelt. Gefarmt und dass die Birche abgefackelt. Ups. Was hier gut bestimmt aussieht, wenn hier der Redstone ist. Nee, hier packe ich Amethyst hin. Oh, Amethyst und das pinke Holz. Nee, das pinke Holz sieht. Ich bin ehrlich, das pinke Holz sieht schlecht aus. Das ist viel zu hell. Das hätte man irgendwie noch mal eine Möglichkeit geben können, dass man das dunkler machen kann. Wo ist jetzt meine Eisenachse? Bitteschön. Efficiency. Okay. Efficiency. Super. Und nun geht's los, kunterbunt und mit dem Zeugs in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Was hältet ihr von Fußball? Also ich war tatsächlich immer ein sehr begabter Fußballspieler, deswegen war ich nur im Tor drin, weil ich zu faul war, dem Ball hinterher zu laufen. Ich war tatsächlich sehr gefürchtet als den 20-Meter-Mann. Ich stand immer 1 Meter vom Tor, 19 Meter habe ich daneben geschossen. Daneben geschossen, genau. Daneben geschossen und deswegen war ich halt einfach leider nur der Torwart. Ne? Die Leute haben sich mal vor mir gefürchtet. Haben nur gedacht, bitte nicht der schon wieder in meinem Team. Und ging gut ab, ging gut ab. Kann der noch weiter wachsen? Nein. Aber es tatsächlich hat mir Fußball sehr viel Spaß immer gemacht. Das wollte ich nicht. Bum bum bum. Bum 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 bum. Habt ihr also mal Sport gemacht? Mecker hab aber meine Streamer. Ja, ist was. Personalität geht durch. Im Sinne von, ich unterhalte mich, ich versuche mich mit Leuten zu unterhalten, die nicht da sind. Im Sinne von, das ist ja nochmal was anderes, ein Stream und eine Aufnahme. Bin, wie gesagt, ja auch regelmäßig auf Twitch unterwegs, streame so also meine Games, ein bisschen Heroes of the Storm, daddeln aktuell Final Fantasy, Kingdom Hearts habe ich auch mal vor, irgendwann zu spielen und. Ah, Final Fantasy, was war das? Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Da habe ich ja auch aktuell das Charity-Projekt am Laufen. Da mache ich pro Sub immer 50 Cent zusätzlich und pro Tod 5 Cent. Und mein Donation-Link ist tatsächlich ersetzt worden durch ein Link zu vier Pfoten. Wird dann da alles hingespendet. Der Endbetrag. Wir sind, glaube ich, aktuell bei 65 Euro.
wenn ich mich nicht irre. Und ja, bin eigentlich stolz drauf. Also ich habe mitbekommen, Leute haben auch schon Geld direkt hingespendet. Und das summiert sich halt einfach. Wenn 10 Leute 5 € spenden, hat man 50 € easy peasy zusammen. Mit 50 € kann man sich schon mal ordentlich Futter zusammen besorgen. Entferne mal den Bogen. Und plante nach. Und deswegen, ich bin auch sehr gerne immer aktiv für Sachen, wo man sich einsetzen kann. Und ja, ich bin auch. Hab tatsächlich auch eine Partnerschaft für einen Uhu, der guckte mich immer sehr lustig an. Weil ich finde, man muss sich immer auch mal einsetzen für Sachen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich zum Beispiel habe auch Friendly Fire immer sehr gerne gesehen, auch unterstützt. Aber da sind halt auch Sachen, über manche Sachen redet man halt nicht gerne. Das klingt jetzt wie so ein merkwürdiger Flex, wenn man sagt, oh, ich habe aber was für Charity getan. Du auch? Nee, du nicht. Du bist aber kein guter Mensch. Soll meine Aussage einfach nicht sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich guck mich an, wie toll ich bin. Ich will einfach nur sagen, versucht Leuten eine Hand zu geben. Jeder wird mal irgendwann in eine Situation leider gelangen, wo man mal Hilfe braucht. Und wenn ihr auch mal Hilfe bekommt, dann werdet ihr bestimmt auch sehr froh darüber sein, dass euch jemand da geholfen hat an der Stelle. W. Das ist meine Ansicht in Bezug auf Leben. Und jetzt trinke ich weiter Tee. Kamillentee. Was ich euch persönlich übrigens auch alle empfehlen kann. Holt euch ein Tee-Ei. Im Sinne von, man kauft sich ja größtenteils Tee, der sowieso schon abgepackt ist. Probiert mal losen Tee tatsächlich. Loser Tee ist halt einfach, wo man das Pulver nochmal, wie es der Name schon sagt, einfach lose hat. Und der Vorteil daran, das schmeckt nochmal einiges anderes, weil man merkt das Papier da tatsächlich dran. Man kann sich so ein Tee-Ei besorgen oder das selbst filtern. Und das sind die Kräuter auf jeden Fall meines Erachtens sehr und deutlich frischer. Finde ich. Und das genieße ich dann immer so abends, so einen schönen Tee. Das tut niemandem richtig weh. Ja. Am liebsten trinke ich tatsächlich Kräutertees. Ab und zu auch mal so ein Früchtetee, aber Früchtetees sollen ja angeblich so die Zähne ein bisschen verfärben. Oh, oh. Hier mache ich noch mal ein bisschen Samen hin. Und wachse, wachse, wachse. Was ich jetzt mache, mach auch mal den Stripped Big. Oh, jo. Balu. Oh, jo. Balu. Freunde sein durch dick und dünn. Balu und seine Crew. Ich glaube, solche. Ihr könnt mir tatsächlich mal eine Playlist schicken. Also nicht im Sinne von Songs, die ihr gerne hört. Hört ihr euch gerne Retro-Musik an, solche Gedaddeln, solche Anime-Songs? Aber man muss halt auch immer Copyright mit beachten. Ich habe auch schon teilweise diese ganzen alten Lieder gespielt und die sind eigentlich auch immer mega. Aber leider, wie gesagt, sehr viel Copyright. Ich hätte auch griechischer Wein gerne mal geteilt mit den Leuten. Gibt auch Leute, die kennen mein kleiner grüner Kaktus gar nicht mehr. Das ist halt, das hat meine Oma immer mir abgespielt. Das habe ich gefeiert, den Song. Da ging ich ab wie Schmitz' Katze. Mein kleiner grüner Kaktus sitzt draußen am Balkon. Olleri, olleru, ollera. Und wenn ein grüner. Nee, wie ging das? Und wenn ein böser Wicht mal ungefroren spricht, dann kommt mein kleiner grüner Kaktus und er sticht, sticht, sticht. Oh!
Ach, die Leute denken sowieso schon ab einem gewissen Part. Der hat einen an der Klatsche. I like or I dislike. Bing, 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 bing. Ding, 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 ding. Ich schlag das Holz gern klein. Das finde ich sehr fein. Der Baum neben mir wird groß. Da ist ja ordentlich was los. Aber kein Moos, kein Moos, kein Moos. Hui. Zack und zack und zack. Can't touch this. Und tatsächlich, vielleicht kriege ich ja bis zum Ende des Jahres, also es ist ja immer noch zu Jahr 2023, vielleicht 50 Subs rein, also im Sinne von Abonnation. Abonnation? Heißt das so? Subscription? Nee, Subscription ist, glaube ich, Twitch die Definition. Wenn man einen auf YouTube abonniert hat. Abonnenten hat man dann. Ja, Abonnenten. Wenn die 50 voll sind, dann wäre ich ja unfassbar happy bis zum Ende des Jahres. Und selbst wenn es nicht klappt, danach ein Ziel fürs nächste Jahr, dann wird mein Ziel wahrscheinlich sein, 100 zu erreichen. Habe ich hier noch eine Axt? Nee. Es geht ja um einiges schneller. Hier kommt mein kleiner grüner Kaktus. Kleine Töne, zock, zock, zock. Wenn Sie meinen Seiten lenken. Brr, brr. Du. Du, ja. Du, ja. Du, ja. Du, ja. Du. Can't touch this. Ich mach mal den hier tatsächlich, weil ich nur gespannt bin, ob das funktioniert. Dann brauche ich die zwei nicht, die muss ich wegprügeln. Und bam, bam, bam. Nein! Ja. Sieht auf jeden Fall sehr fancy aus, der Baum. Bom, 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 bom. Du, ach ja, welche Ressource sammelt ihr am liebsten in Minecraft? Ich frag mal für einen Freund. Ich bin ein Fan von. Ich war mal ein Fan von Holz und dann kam ein Creeper, der hat einen Luftangriff auf mich gestartet. Ich habe tatsächlich auch einen Screenshot gemacht von einem Creeper, der einfach in Zweig hing, der hing im Baum drin, auf so ein Ästchen. Der hat nur drauf gewartet, bis da einer vorbeigeht, um von oben auf den runterzuspringen. Das war ein richtiger gemeiner Mob, der Creeper. Baum, 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 Baum. Ich glaube, die Birke werde ich als diese Strip-Birke, Strip-Logs, werde ich, glaube ich, als Baummaterial verwenden. Und zack. Hab auch übrigens herausgefunden, dass man in die Blätter tatsächlich Wasser platzieren kann. Das war mir neu. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Jetzt kriege ich auch wieder genügend Äste. Bum, 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 bum. Bum, bum. Super, super, super. Warum kann hier nichts wachsen? Dann prügel ich den mal weg hier. Geht hier mal gar nicht. Du. Dann prügel ich die ein bisschen. Oh. Zack, zack. 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 Weiter geht's. Oink. Sir Brunzelot.
Konnte man mit Schweinen nicht auch mal reiten? Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, damals hat man eine Karotte am Stick gehabt. Gibt es das noch? Oder kann man Schweine nicht mehr reiten? Ich glaube, das war meine Alpha drin. Du. Geht doch diese Augen an. Plant heute. Weiß zu viel, das Schwein. Weiß zu viel. Und einfach so, wir wissen nicht voneinander her. Ja, das ist manchmal gut, einfach so auseinander zu gehen. Vielleicht plant es ja noch irgendwas. Aber ich sehe schon, die Folge geht wieder viel zu lang. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich werde auch schon ganz beknackt beim ganzen Holz abbauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.